Hallo liebe Wrestling-Fans, liebe Rings of Europe-Freunde hier auf unserem Facebook-Channel. Es gibt News und zwar in Bezug auf das Glam Championship Tournament der Ladies. Bei March Madness in Neudörfel hätten wir nicht nur die verbleibenden Erstrunden-Matches, aber auch alle vier Viertelfinale präsentieren wollen. Leider hat uns Corona hier einen Strich durch die Rechnung gemacht und auch die Veranstaltung in Mödling im Mai wurde leider abgesagt. Nun haben wir in den letzten Tagen einen neuen zeitlichen Fahrplan für das Glam Championship Tournament erstellt. Und der Fahrplan hier für das Turnier sieht folgendermaßen aus. Am 10. Oktober bei WrestleClash 22 gibt es das Erstrundenmatch Nightshade gegen Madison Miles. Die Siegerin dieser Begegnung trifft auf Alexis Maria und dieses Match findet am 21. November bei Out of Control in Eisenstadt statt. Für dieses Match gibt es noch keinen Termin. Camille Grillon gegen Lexa Valo. Die Siegerin trifft aber in jedem Fall am 21. November in Eisenstadt auf Sky Smithson. Die rechte Seite des Tableaus, Aisha Raymond gegen Jessie J. Dieses Match könnt ihr bei WrestleClash in Bad Vöslau sehen am 10. Oktober. Genauso wie das letzte Viertelfinalmatch zwischen Dominita und der Voodoo Queen Amara. Semifinalbegegnungen. Und das Finale, dann alles 2021. Das waren die 6 Matches in den Grafiken. Ein Match ist zwar noch nicht terminisiert, aber dies wird auf jeden Fall noch vor WrestleClash 22 stattfinden. Nämlich das Cinderella Deathmatch zwischen Lexa Valo und Camille Grillon. Das soll es von hier aus jetzt gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, einfach uns eine PM schicken oder Kommentar und Frage in den Thread. Viert euch und auf Wiederschauen und wir sehen uns alle spätestens bei Summer Crush in Mattersburg wieder.